Als im Jahr 1832 die erste nachweisliche Kreuzung einer Fuchsie durchgeführt wurde, dachte noch keiner daran, dass viele Jahre später im Gartencenter der Gebrüder Roth in Zwönitz Fuchsien-Neuzüchtungen die Namen von Zwönitzer Vereinen erhalten. In diesem Jahr war es wieder einmal soweit. Der Züchter Werner Kessler aus Ister hatte wieder eine Fuchsie zur Taufe bereitgestellt. Bevor es aber zum Festakt kam, begrüßte Carsten Roth alle anwesenden Gäste, allen voran den Freundeskreis Sachsen der Deutschen Fuchsiengesellschaft. Ein ganz herzliches Glück auf ging an die diesjährigen Taufpaten. Es sind die Zwänzer Maat. Nach der Vorstellung der Gruppe präsentierte diese den Gästen erzgebirgisches Liedgut. Im Jahre 2004 wurde im Floraland Zwönitz die erste Taufe einer Fuchsie vorgenommen. Sie erhielt damals den Namen Silbernes Erzgebirge. Die Gebrüder Roth und der Gartenbauingenieur Klaus Harnisch, der selbst ein begeisterter Fuchsienliebhaber ist, wollte damit den Leuten die Vielfalt der Fuchsie näher bringen und Begeisterung für diese Pflanze wecken. In den darauffolgenden Jahren wurden immer wieder namhafte Taufpaten gefunden, die den Neuzüchtungen einen Namen gaben und die eng mit der Erzgebirgsregion verbunden sind. Damit wollen die Initiatoren erreichen, dass die Erzgebirgsregion, aber besonders die Stadt Zwönitz, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt werden. Dieses Vorhaben ist bis heute ein voller Erfolg. Und mit der Firma Petro in Prag fand man auch einen Partner, der die Stecklingsvermehrung der Neuzüchtungen verantwortungsvoll übernahm. Jetzt ist man auf der Suche nach einem regionalen Gartenbaubetrieb, der diese Aufgabe übernimmt. Die zu taufende Fuchsie hat in diesem Jahr noch keine Blüte angesetzt. Ein Bild zeigt ihre zarte Erscheinung. Bevor es zur Vorstellung der Fuchsie durch Klaus Harnisch kam, stellte Diana Riedel sich und die Zwänzer Maat vor. Gegründet wurden die Zwänzer Maat vor 82 Jahren. Im Laufe der Zeit traten nun immer wieder wechselnde Zusammensetzungen unter diesen Namen auf. Im Jahre 1988 formte sich eine echte Erzgebirgsgruppe mit den dazugehörigen Liedern. Nach dieser musikalischen Einlage stellt Klaus Harnisch den Fuchsienfreunden die Pflanze vor. Dabei hebt er einige markante Eigenschaften der Fuchsie hervor. Er merkte an, dass es zu unterschiedlichen Blütenausformungen kommen kann. Im Einzelnen stellte er den Fuchsienkennern ganz detailliert die Blüte dieser Neuzüchtung vor. Dann konnte Diana Riedel endlich ihre ehrenvolle Aufgabe der Taufe übernehmen. Gut, ja, dann liebe Fuchsienfreunde, liebe Mädels, liebe Gäste, dann taufe ich jetzt mal diese wunderschöne Fuchsie, die hoffentlich bald blüht, auf den schönen Namen Zwänzer Maat.
Sehr gut. Mit der Unterschrift auf dem Taufprotokoll ist der Name Zwanzamat für die Fuchsien nun amtlich besiegelt. 8000 Fuchsiensorten sind bisher registriert. Die Pflanze ist bei Gärtnern beliebt für Beete, Blumenampeln und auch Pflanzkübeln. Das können wir dann gern zu unseren Auftritten mitnehmen und mit hinstellen und sagen, wir sind die Zwanzamat und wir haben nicht nur unsere eigenen Instrumente mit, sondern auch unsere eigene Pflanze. Ja. Wieder einmal hat eine Fuchsienneuzüchtung von Werner Kessler im Erzgebirge einen Namen bekommen, der die alte Bergstadt Zwönitz, wir sagen Zwäns, ein Stück bekannter macht. Immer rüber,